Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch den nächsten Teil meines Urlaubseinkaufes. Und zwar habe ich beim Douglas geshoppt. Ja, ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen, nenne ich es jetzt mal, weil Douglas ist ja recht teuer, und habe mir ein bisschen was für den Urlaub besorgt. Und was genau das ist, das seht ihr nach dem Intro. So, das ist meine Douglas Urlaubsbox. Ja, ich habe es im DM-Video schon erwähnt. Ich will es krachen lassen dieses Mal im Urlaub, weil ich nicht weiß, wann ich mal wieder 2 Wochen am Stück wegfahren kann. Das letzte Mal ist 5 Jahre her. Und das ist eine verdammt lange Zeit. Und deswegen freue ich mir buchstäblich, plump gesagt, ein zweites Loch in den Hintern, wie man so schön sagt, dass es endlich wieder in den Urlaub geht. 2 Wochen in ein kleines Ferienhaus auf einer kleinen Insel. Ja, 2 Wochen hoffentlich Strandurlaub und Dünen und Meer und tolles Wetter und ach ja, einfach toll. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse es mir gut gehen im Urlaub. Ich habe also beim Douglas bestellt. So, jetzt machen wir erstmal was nicht zu meinem Urlaubshaul gehört, was aber in der Douglas-Box mit dabei war, die ich bestellt habe. Nämlich habe ich meinen Handcreme-Vorrat aufgefüllt. Und zwar, ich habe mir 2x L'Occitane geleistet. Ich habe einmal die Lavande-Handcreme mit logischerweise Lavendel, weil, wie ihr wisst, ich liebe Lavendel. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Die ist, glaube ich, auch noch zu. Ja, und das bleibt sie auch, weil alle Cremes aufmachen bringt auch nichts. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Preise blende ich wieder hier unten ein. Und weil ich gehört habe, dass die Cherry Blossom Creme die absolut beste sein soll, geruchstechnisch, von L'Occitane, habe ich mir die natürlich auch bestellt. Und ich muss sagen, ich mag den Geruch auch wirklich sehr. Die habe ich schon aufgemacht, die habe ich ja schon ausprobiert. So, ich probiere sie gleich nochmal aus. Oh ja, die riecht göttlich, die riecht toll, aber ich finde fast noch die originale, die Creme, also die ganz normale Handcreme, fast noch besser. Ja, aber wobei, die sind eigentlich gleich gut. Wenn jetzt Lavendel auch noch so gut riecht, dann haben die Cremes sowieso gewonnen. Wobei sie von der Pflegewirkung her eh gewonnen haben bei mir. Deswegen, ja, genau. Also, ich habe mir gedacht, ich bin am Strand den ganzen Tag in der Sonne mit viel Salzwasser und Sand und überhaupt. Und ja, ich will nicht, dass mir, dass das meiner Kopfhaut schlecht tut, um es mal so zu sagen. Sondern ich dachte mir, jetzt gönne ich mir halt auch im Urlaub eine ordentliche Haarpflege. Deswegen habe ich mir von Vella Professionals das Invigo Sun Shampoo und die passende Spülung dazu besorgt mit Provitamin B5. Das ist ein After Sun Cleansing Shampoo. Das ist speziell für die Haare nach einem Tag am Strand mit Sand- und Salzrückständen. Also genau das, was ich eigentlich haben wollte. So sieht das Ganze aus. Ja, da haben wir 250 Milliliter drin. Ist eine sehr schöne Flasche, auch schön in dem Sonnengelb. Es riecht sehr angenehm. Mit Vella Professionals kenne ich mich noch gar nicht aus. Und den passenden Conditioner haben wir hier in einer schönen Tube. Auch sehr hübsch. Stellt er scharf? Ja, okay, gut. Auch 200, nee, da haben wir nur 200 Milliliter. Ich denke mal, das wird gut reichen für die 2 Wochen. Selbst wenn ich im Notfall jeden Tag Haare waschen müsste, glaube ich, komme ich 2 Wochen damit gut hin. Ich habe ja jetzt noch nicht so lange Haare und ich freue mich sehr drauf, das mal auszuprobieren. Ich bin gespannt, ob es das macht, was es soll, und ob ich jetzt irgendwie einen Unterschied merke an den Haaren. Wir werden sehen. Es geht weiter. Wer viel in der Sonne ist, der braucht natürlich auch eine gute After-Sun-Lotion. Und weil ich immer gerne ein bisschen Abwechslung habe, habe ich mir 2 besorgt. Ich habe einmal von Cosmos Sun bei Cosmopolitan den After Sun Moisturizer mit beruhigender Gurke und Aloe. Sieht so aus. So, das habe ich auch für meinen Mann mitgenommen, weil ich natürlich weiß, dass der auch sehr gerne Gurke und Aloe mag. Und das riecht sehr erfrischend. Das ist eine schöne Lotion hier auf dem Arm, sieht man es. Ja, lässt sich super gut verteilen.
Riecht richtig, richtig toll. Also, oh ja, zieht super schnell ein. Und ich hoffe sehr, dass es dann auch wirklich feuchtigkeitsspendend sein wird. Ich probiere es sehr gerne aus im Urlaub. Ich werde hoffentlich viel Sonne haben und ja, werde dann auch entsprechend Aftersun benötigen. Und als Nummer 2 habe ich entdeckt, dass Rituals auch eine Aftersun Gel Lotion hat. Und zwar von dem Ritual of Karma. Do good and good will come your way. Tue Gutes und dir wird Gutes über den Weg laufen. Mit einem Hydra Boost Komplex mit Lotusblüte und weißem Tee haben wir hier 200 Milliliter. Sehr schönes Packaging und der Duft ist einfach gigantisch. Das Ritual of Karma hat mich bisher nicht arg angesprochen. Wenn ich mal in der Parfümerie war, um da mal irgendwie an dem Bodyspray oder am Duschgel oder so zu schnuffeln, fand ich diesen Karma-Geruch bisher nicht so toll. Aber die After Sun Lotion, die riecht so, so schön. Das ist so eine richtige Wolke, die einen umgibt. Das muss man halt mögen, ne? Es gibt viele, die mögen das wahrscheinlich nicht, denen ist es zu viel. Mein Mann mag das auch nicht so, aber ich liebe das. Ich liebe das und ich habe hier schon eine da, die ich in Benutzung habe. Und letztens bin ich dann nach dem Duschen, habe ich mich Betty fein gemacht und bin dann nochmal raus in den Garten. Nochmal die Schwiegerleute gute Nacht sagen und dann hat meine Schwiegermama mich drauf angesprochen, dass ich ja so toll riechen würde. Ja, und das ist halt Rituals und ich war 5 Meter von ihr weg. Also das war so eine richtige Wolke, die mich umgeben hat. Ich mag das. So, und als kleine Gimmicks habe ich von Douglas noch bekommen 2 Parfüms. Wir haben einmal Escaping with Escada Santorini Sunrise, die Limited Edition, ein Eau de Toilette. Das sieht so aus. Da haben wir die griechische Insel Santorini drauf mit diesen weißen Häusern, mit den blauen Dächern. Das riecht sehr, sehr sommerlich. Das ist eine schöne Limited Edition, finde ich. Ich weiß natürlich nicht, wie das Original riecht, das nicht limitiert ist. Aber das hier, wo bin ich denn? Ja, das riecht sehr blumig. Ich finde es aber fast für einen Sommerduft schon zu schwer. Ich würde es eher als einen winterlichen Duft einordnen, für mich persönlich. Ja, sehr blumig. Was steht denn da? Mandarine und Bergamotten. Bergamottensorbet mit Noten von Jasminblättern und rosa Pfefferkörnern. Ja, so würde ich es beschreiben. Mandarine kommt gut raus. Es ist aber nicht zu zitrisch. Es hat trotzdem noch diesen blumigen Touch von der Jasmin. Finde ich gar nicht schlecht. Und als 2. habe ich noch das Si Passione bekommen von Giorgio Armani, auch nochmal als Pröbchen. Ja, geht immer. Giorgio Armani geht auch immer, finde ich. Der hat sehr gefällige Düfte, finde ich. Das Si Passione kenne ich jetzt noch nicht. Eclat steht noch drauf, das ist wahrscheinlich was Spezielles. Gehe ich mal von aus, das wird dann auch irgendwie so eine upgradete Variante von dem Si sein. Da rieche ich jetzt gerade gar nichts. Oh Gott, ich rieche nachher wieder Douglas. Oh ja. Das ist wesentlich frischer. Oh, jetzt kriege ich Kopfweh. Ja. Sehr schöne Düfte. Und ja, wie immer halt, ne, als kleines Gimmick von Douglas dazu. Da darf man sich ja immer Pröbchen aussuchen, wenn man was bestellt. Und ich habe mich halt für diese beiden entschieden. Ja, das war mein Douglas Sommerurlaubs-Haul. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon mal die Wella-Produkte ausprobiert? Kennt ihr die? Könnt ihr mir dazu schon mal ein Feedback geben? Ich bin nämlich super gespannt und hoffe sehr, dass die funktionieren. Und ja, ich freue mich auf die Aftersun Lotions. Da macht mir dann das Eincremen wieder Spaß, wenn man so gut duftet. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, ihr Süßen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Gebt mir gerne ein Feedback zu den Produkten und ansonsten war es das schon wieder. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.